Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 41 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute soll es eben um die Helden von Troja gehen und um den berühmten Roman von Christa Wolf, Cassandra. 1983 ist er herausgekommen. Und mit der Vorstellung dieses Romans werde ich dann auch die Reihe beenden. Das nächste Mal kommt dann noch eine Zusammenfassung, ein Ausblick auf die neue Season, die im Herbst dann beginnt. Aber heute geht es eben um Christa Wolf und Cassandra, ihren Roman. Gleichzeitig ist er in der DDR wie in der BRD erschienen, 1983. Das ist etwas ganz Besonderes, weil das war eben lange, bevor die Eiserne Mauer fiel. Erst 1989 ist der Vorhang aufgegangen und da befanden wir uns noch in einer hohen Phase der gegenseitigen Abneigung. Es ist die Jahre auch gewesen, in denen der Feminismus an Kraft gewonnen hat in der BRD. Es sind die Jahre nach der Studentenrevolution, Revolte der späten 60er Jahre, der frühen 70er Jahre. Es ist nach der Flower-Power-Bewegung, nach der Energiekrise, nach der RAF. Da erscheint nun eben Anfang der 80er Jahre dieser Roman und gibt der Frauenbewegung wirklich ein neues Werk, literarisches Werk, auch in die Hände. Wolf war damals eine der ganz wenigen Autorinnen, die aus der DDR ausreisen durften. Ich selbst habe das auf einem Symposium mal erlebt, dass wir einen DDR-Schriftsteller dabei hatten und während die DDR-Autoritäten mit uns Ausflüge ins Ausland machen durften, durfte der nicht mit, weil er kein Visum bekommen hatte. Das war damals sehr traurig, für mich sehr eindrücklich. Christa Wolf nun eben konnte reisen und sie ist unter anderem auch nach Griechenland gereist. Und die Geschichte will es, dass sie ihren Flug nach Athen verpasst hat, eine Nacht in Berlin übernachten musste und dabei die Orestie von Aeschylus gelesen hat. Das hat sie wohl dazu verführt, dass sie dann Forschungen über Troja angestellt hat, über Cassandra, über Griechenland. Und diese Vorgeschichte beschreibt sie ausführlich in ihren Vorlesungen zur Poetik, die sie in Frankfurt gehalten hat. Ich habe den Roman in die Hände bekommen, als ich noch eine junge Studentin war. Und ich war auch eingeladen auf ein Gartenfest und bin dort auch angekommen, hatte aber nur dummerweise noch dieses Buch dabei. Und ich habe an dem Fest erstmal nicht teilnehmen können, weil ich dieses Buch zu Ende lesen musste. Ich bin eine rasche Leserin, habe es dann auch geschafft und konnte dann immer noch mitmachen an diesem sehr schönen Studentenfest. Aber ich habe es nicht geschafft, das Buch aus der Hand zu legen, weil ich so fasziniert und begeistert davon war. Und ich muss sagen, diese Begeisterung, die trifft mich auch heute noch, wenn ich mir dieses Buch in die Hände nehme. Zunächst ein bisschen etwas zu Christa Wolf, zu ihrer Biografie. Geboren am 18. März 1929 in Landsberg an der Warthe. Gestorben am 1. Dezember 2011 in Berlin. Sie ging zur Schule, machte ihr Abitur 1949 in Bad Frankenhausen, trat dann in die SED ein, wo sie blieb bis 1989, bis zur Wende. Sie studierte Germanistik in Jena und Leipzig zwischen 1949 und 1953. Heiratete Gerhard Wolf 1951, der auch wie sie Schriftsteller und auch Verleger war. Sie bekamen diese Heirat, diese Ehe hat gehalten bis zu ihrem Tod und bis zu seinem Tod, denn er ist erst vor kurzem gestorben.
Im Februar diesen Jahres, am 7.2. ist Gerhard Wolf auch ihr nachgestorben. Das Paar bekam zwei Töchter, Annette und Katrin, 1952 und 1956. Und Christa Wolf machte eine steile Karriere in der DDR, nicht nur in der DDR, auch in der BRD. Sie wurde Mitarbeiterin beim Deutschen Schriftstellerverband, Cheflektorin im Verlag Neues Leben, Redakteurin der Zeitschrift Neue Deutsche Literatur, Mitglied im Vorstand des Schriftstellerverbandes DDR zwischen 1955 und 1977. Sie lebte in Halle auch als freie Lektorin und 1963 erschien dann ihr hochgelobter Roman Der geteilte Himmel. Schon ein Jahr zuvor hatte sie beschlossen, als freie Schriftstellerin zu leben, was ihr auch gelang. Sie wurde zwischen 1963 und 1967 Kandidatin des Zentralkomitees der SED, hat sich aber schon 1965 gegen die restriktive Kulturpolitik der DDR ausgesprochen und war eine kritische Stimme in der DDR. 1974 wurde sie Mitglied der Akademie der Künste der DDR und sie reiste ins Ausland, nach Paris, in die USA, Griechenland, habe ich erwähnt. Sie wurde 1979 in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen und erhielt 1980 als erste aus der DDR, in der DDR lebende Autorin, den Georg-Büchner-Preis, eine große Auszeichnung. Sie wurde ein Jahr später Mitglied der Akademie der Künste in West-Berlin, 1984 Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Paris und 1986 trat sie der Freien Akademie der Künste in Hamburg bei. 1976 hatte sie schon einen offenen Brief unterschrieben gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Sie wurde dann ein Jahr später aus dem Vorstand der Berliner Sektion des Schriftstellerverbandes der DDR ausgeschlossen und erhielt in einem SED-Parteiverfahren eine strenge Rüge. 1977 sprach sie sich solidarisch mit Sarah Kirsch aus, die kurz zuvor die DDR verlassen hatte. Und 1989, bei der Wende, war sie nun tatsächlich auch eine Rednerin auf einer Demonstration am 4.11. Eine kritische Stimme der DDR, die in den Westen reisen konnte. Schweden, Finnland, Frankreich, USA. Die Ehrendoktorin der Ohio State University wurde. 2002 erhielt sie dann sogar den Deutschen Bücherpreis für ihr Lebenswerk. 1989 sagte sie, dass ich nicht an das Ende der DDR geglaubt habe. Sie habe immer an eine Reform des Sozialismus geglaubt und das war ihr Wesensmerkmal, sie hat nicht gelogen. Christa Wolf war immer eine sehr aufrechte Stimme in jedem Fall. So hat sie zum Beispiel eben im Januar 1993 öffentlich bekannt gegeben, dass sie zwischen 1959 und 1962 ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi gewesen sei, unter dem Decknamen Margarete. Sie gar sagte, sie habe tatsächlich nur drei positive Berichte über betroffene Personen abgegeben und die Stasi habe eigentlich sofort die Zusammenarbeit mit ihr aufgegeben und sie mit ihrem Mann bis 1989 dann auch immer bewacht. Aber diese öffentliche Verkündigung, dieses Zugeständnis, Mitarbeiterin des Stasi gewesen zu sein, der Stasi gewesen zu sein, hat einen Shitstorm ausgelöst. Im Westen hat man, ja, in dem vereinigten West-Ost hat man verlangt,
dass ihr Preise aberkannt werden. Zum Beispiel die CSU wollten ja den Geschwister Stoll-Preis, den sie 1987 erhalten hatte, aberkennen. Aber Inge Eicher-Scholl hat sich für sie ausgesprochen, die ältere Schwester von Hans und Sophie Scholl. Und die FAZ hat eine Hexenjagd, so hieß es dann auch, auf sie begonnen. Viele Autoren haben sich gegen sie ausgesprochen. Und ich habe schon damals gemeint, dass es eigentlich auch Neid gewesen ist von vielen, denke ich, westdeutschen Autoren und Autorinnen, die ihren Erfolg beneidet haben. Und das war nun eine gute Gelegenheit, sie in Grund und Boden zu verdammen. Ein tiefer, tiefer Fall. Und das hat sie persönlich sehr tangiert. Ab 1992, 93 ging sie dann auch in die USA, zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und erkrankte schwer. Sie hat ihre Treue zum Gedanken des Sozialismus nie geleugnet und sich immer gegen die schlimmen Folgen des Kapitalismus ausgesprochen, der zum Beispiel eben auch sichtbar war im Kolonialismus in Afrika. Sie hat sich gegen den ersten Irakkrieg ausgesprochen und ja, sie wurde sehr, sehr angefeindet von vielen. Am 1.12.2011 ist sie dann nach schwerer Krankheit gestorben und in Berlin beerdigt worden. Ihr Grab wurde dann 2018 ein Ehrengrab und jetzt eben ist ihr Mann gefolgt. Eine große Autorin, finde ich, die zu Recht sehr viele Preise erhalten hat. Ich nenne ein paar. 1963 den Heinrich-Mann-Preis, 1972 Theodor-Fontane-Preis, 1978 Bremer Literaturpreis, 1980, wie gesagt, den Georg-Büchner-Preis, 1985 den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur, 1994 den Rahel-Varnhagen-Preis von Ense Medaille, jetzt habe ich es rausgekriegt, der Stadt Berlin. 1999 den Nelly-Sachs-Preis, 2002 den Deutschen Bücherpreis, 2010 den Thomas-Mann-Preis und den Uwe-Johnson-Preis. Eine hochgelobte Autorin und dann heftig angefeindet. Worum geht es in dem Roman? Erzählt wird die Geschichte der Seherin Cassandra aus ihrer Person heraus, aus ihrer Sichtweise auf das, was in Troja im Trojanischen Krieg passiert ist. Und so erscheinen in diesem Roman die ganzen Helden, die wir aus dem Sagenkreis Homers kennen. Aus den Mythen, die großen trojanischen Helden, den König von Troja, Priamos, seine Frau Hekabe. Es wird erzählt, wie sie ihr Leben, Kassandras Leben, wie sie von Apoll umworben wurde, der ihr die Sehergabe schenkt, aber sie verweigert sich ihm. Und daraufhin trifft sie der Fluch, er spuckt ihr in den Mund, dass ihre Prophezeiungen von niemandem geglaubt werden. Zunächst liebt sie der Vater sehr, sie wohnt bei allen politischen Besprechungen bei, aber dann aufgrund der Entwicklungen, die Troja nimmt und der Kriegshetze, die um sich greift, wird sie immer mehr angefeindet, weil sie sich auch eben als Pazifistin entpuppt. Es wird geschildert, wie sie als junge Frau eine entwürdigende Entjungferungszeremonie beiwohnen muss, die Gott sei Dank an ihr spurlos vorübergeht, weil sie dort auf Aeneas trifft, der sich ihrer annimmt,
der sie ehrbar behandelt. Und das wird die große Liebe ihres Lebens werden. Tatsächlich wird sie zur Frau gemacht vom Griechen Pantos, dem ersten Apollonpriester, der sie auch zur Priesterin geweiht hat und der auch immer wieder ein Liebhaber in ihrem Leben sein wird. Aber während sie mit Pantos schläft, stellt sie sich eben immer Aeneas vor, der ihr doch lange Zeit in ihrem Leben fernbleiben muss. Sie begegnet Anchises, dem Vater von Aeneas, der sie in die Geschichte Trojas einführt und erzählt, wie der Grieche Pantos als Beute nach Troja gekommen ist, denn die Schwester des Königs Priamos, Hesione, wurde in Sparta festgehalten, dort zur Königin gemacht und kehrte nicht zurück, und das nahm Troja eben auch als Anlass, wütend zu sein auf die Griechen und die Spartaner. In dem Roman wird Paris geschildert, der Bruder Kassandras, der seine Jugend als Hirte im Gebirge verbringen muss, denn seine Mutter Hekabe hat bei der Geburt geträumt, dass er einen Holzscheit dass sie einen Holzscheit gebären wird, aus dem unzählige brennende Schlangen hervorkriechen. Es wird geschildert, wie Aphrodite ihm die schönste Frau versprochen hat, die unter den Menschen wandelt, Helena, die Frau des Menelaos von Sparta. Und wie Paris dann während des Trojanischen Kriegs auch verspottet wird von den Trojanern. Denn er entführt ja dann die Helena aus Sparta, das ist dann der vorgeschobene Anlass, um den Krieg zu beginnen. Ein Anlass, der auf nichts beruht, denn Helena wird tatsächlich in Troja gar nicht festgehalten. Sie ist nur eine Chimäre in den Gedanken der Trojaner. Aber sie wird zum Anlass des Trojanischen Krieges. Dieser Trojanische Krieg geschildert. Und das ist mir auch so eindrücklich geblieben. Man bekommt so einen großen Eindruck von einem 10 Jahre dauernden Krieg. Einem Krieg, der immer wieder stattfindet und dann wieder nicht. Lange Zeiten, in denen die Waffen ruhen, wo vor einer ummauerten Stadt ein Feindeslager sich aufgeschlagen hat. Man sieht jeden Tag auf den Feind, aber es passiert lange Zeit nicht, bis es eben dazu hinkommt, dass man den Feind unterschätzt, weil eben nichts Großartiges passiert ist. Immer wieder mal gemetzelt, immer wieder mal fallen große Heroen, auch der Bruder Hektor wird ja fallen, und vor allem die Gräueltaten von Achill, dem Vieh, wie er in dem Roman genannt wird. Und es wird geschildert, wie dann diese Kriegstreiberei auch in Troja um sich greift. Und das wird vor allem auch in die Wege geleitet von Eumelos, einem Trojaner, der alles daran setzt, um aufzuhetzen. Und der, wie sich eigentlich dann herausstellt, Achill braucht, Achill das als Schreckgespenst braucht, als Gegenfigur braucht, um alles in Troja auf Kriegsstimmung zu bringen. Und in dieser Zeit, wo der Kalte Krieg zu einem wahren Krieg immer mehr wird, wird dann eine Gegenwelt geschildert, nämlich die Liebe zwischen Aeneas und Kassandra und die Welt der Frauen, in die sich Kassandra flüchten kann. Vor unseren Augen erscheinen Briseis, Polyxena, Agamemnon, Hektor, Penthesilea, zwei Weggefährtinnen Kassandras, die sie eigentlich bis zum Fall Trojas begleiten, die Gemeinschaft Kassandras mit den Frauen in den Höhlen des Ida-Gebirges, wo diese Frauen sich dort
hinflüchten und in einem geheimen Zirkel ihre Kulte, ihre Huldigungen der großen Göttin vollziehen. Es wird geschildert, wie Hektor durch Achill getötet wird. Der Tod Penthesileas wird geschildert. Und dann, wie die Trojaner einen Mordplan gegen Achill schmieden, seinen Tod durch einen Trick hervorrufen und gegen diese unlautere Tötung, Ermordung Achilles, spricht sich der größte Gegner Achilles aus, Kassandra, weil sie das nicht richtig findet und daraufhin wird sie selbst gefangen gesetzt. Eine schreckliche Gefangenschaft muss sie erleben in Troja, aus der sie dann freikommt, weil sie einem neuen Verbündeten Trojas, dem Eurypylos, als Frau versprochen wird, der dann auch tatsächlich eine Nacht ihr beischläft und in dieser Nacht Zwillinge mit ihr gemeinsam zeugt. Es kommt zum Fall Trojas, den sie voraussagt und den, wo niemand sie ernst nimmt. Aeneas will Troja verlassen mit Anchises und seinem Söhnchen. Und er bittet Kassandra, ihm zu folgen. Sie weigert sich, und zwar, weil sie es nicht ertragen könnte, an seiner Seite zu leben, an einer Seite eines Mannes, der zum Helden werden würde. Denn das sieht sie sehr klug voraus. Sie würde seine Ehefrau werden, sie würde zwar in Frieden leben können, aber sie würde einen Superhelden an ihrer Seite bekommen, der nicht mehr menschlich ist, der den Charme und den Zauber verliert, den sie so an ihm liebte, auch seine Verletzlichkeit. Aeneas flieht, die Stadt bricht zusammen, das hölzerne Pferd kommt eben rein, ihre Amazonenfreundin wird getötet und sie wird gefangen genommen, vorher vergewaltigt vom Griechen Aias. Und schließlich wird sie an Seiten Agamemnos nach Mykene entführt werden, mit ihren Kindern zusammen und ihrer Magd. Und Agamemnon, der nach Mykene zurückkehrt, dort ja von Klytämnestra ermordet werden wird und sie genauso. Und so fängt der Roman an vor den Toren des Palastes in Mykene und er endet so. In dem Moment, wie sie sozusagen in den Palast, wie sich die Tore des Palastes öffnen und sie hereingerufen wird, um ihren Tod zu erleiden. Und das sieht sie ganz genau voraus. Und das, wenn man diesen Roman anfängt, man weiß, wie es endet. Man sieht ihre Situation, wie sie da vor den Toren sitzt und ihren Tod voraussitzt und ihr Leben nochmal Revue passiert. Das ist super geschrieben und nach wie vor ein, finde ich, lesenswerter Roman. Es ist ein Roman, der Frauen gefällt. Ein feministischer Roman, ein Roman, der auch von Frauenpower erzählt und von Frauenunterdrückung, von Frauen, die Pazifistinnen sind und die seherisch begabt sind. Es ist ein Roman, der zwei Welten aufeinanderprallen lässt, die Welt des Matriarchats und die Welt des Patriarchats. Auf der einen Seite Achill das Vieh und Eumelos, die Kriegstreiber. Und anderes, auf der anderen Seite die Welt der Frauen, die Gegenwelt, im Ida-Gebirge, in den Höhlen des Ida-Gebirges. Und es wird geschildert, wie der Krieg die Männer auf beiden Seiten immer ähnlicher werden lässt. Wie die pazifistischen Stimmen verstummen müssen, die Frauen verdrängt werden und Frauen nur noch als Objekte behandelt werden. Kassandra entschließt sich gegen ihre Flucht mit Aeneas für Autonomie, für Freiheit, auch wenn das den Tod bedeutet, und für Pazifismus. Wie gesagt, der Roman ist Anfang der 80er entstanden, in einer Zeit, in der es eine nukleare Aufrüstung
in Ost und West gegeben hat, in der die Blöcke immer stärker geworden sind. Und sie schildert auch mit ihrer persönlichen Situation. Denn Christa Wolf gehörte ja zur politischen Oberschicht der DDR an. Und genauso wie Cassandra, sie war sozusagen eine Königstochter. Und so werden die einzelnen Figuren in diesem Roman auch Typen, die in der DDR ihre Entsprechung finden. Zum einen eben sie selbst als Cassandra, dann Eumelos, der sozusagen die Stasi verkörpert, Priamos, den Staatsapparat, seine Frau Hekabe, die Partei SED, und dann die Mutter eines Halbbruders der Cassandra, die Mutter des Aisakos, Arisbe, ihre große Heldin in den Höhlen des Ida-Gebirges, die frauenbewegt ist. Ein Roman, in dem wir Frauen als die besseren Menschen erscheinen, in dem die Männerwelt als verroht geschildert wird, egozentrisch, egoistisch, narzisstisch, Krieger als Vieh, in denen es ihnen nur um Macht geht, während die Frauen versuchen, so etwas wie Freiheit, Autonomie, Harmonie und Frieden herzustellen. Und es ist einfach so ein wunderschöner Traum für uns damals gewesen. Und es ist bis heute ein schöner Traum, den man hegen kann als Frau oder als Mann. Ich kann Ihnen nur empfehlen, lesen Sie Cassandra von Christa Wolf.